Wir wollen schon immer darüber hinausdenken, über das SEO-Thema, weil es geht halt nicht um SEO, es geht nicht um Google, es geht nicht darum, dass eine Webseite toll für Google ist, sondern um den User. Herr Schmidt, so, Markus, wir sind hier auf den Online-Marketing-Rockstars und ich glaube, dich kennt fast jeder. Und du bist ja auf allen Konferenzen, Messen und alles, was es da draußen gibt, auf der Welt unterwegs gewesen. Was macht die Rockstars jetzt für euch so besonders und wie, dass ihr hier auch ausstellen wollt? Was macht das so besonders? Ich glaube, da muss man hier sein. Ne? Also ich meine, Online-Marketing-Rockstars, ich war bei der ersten Online-Marketing-Rockstars, damals ja noch auf der Reeperbahn in so einem kleineren, schummrigen Kino oder Theater, was das war. Und da war das schon richtig cool, weil es schon so einen wirklich eigenen Spirit hatte. Und das hat der Philipp und sein Team wirklich geschafft, diesen Spirit von dieser kleinen Veranstaltung jetzt auf ein Event zu übertragen mit 40.000 Leuten. Ja? Also das ist einfach wirklich geil. Also man wirkt ja wirklich so einen besonderen Spirit. Und gerade wenn man das jetzt auch mit so, vielleicht auch mit dem Mexiko vergleicht oder so, obwohl das doch recht ähnlich aussieht, also auf jeden Fall die andere Halle sicherlich, ne, da fühlt man sich sehr an den Mexiko erinnert, ne, hat es einfach so eine Prise mehr Rock'n'Roll und das merkt man einfach auch an den Leuten. Es ist einfach ein viel entspannteres und ja, ein viel, ja, auch schon effizienteres, einfach in der Kommunikation mit den Leuten. Also es macht einfach richtig, richtig Laune. Kommt nach Hamburg. Ja, und jetzt, heute hast du ja auch eine Masterclass, wo du eure Learnings vom Rebranding, ja, von OnPage.org, ja, wir alten SEOs kennen das, ja. Ich hab glücklicherweise die Zusage bekommen, ja. Jetzt zu Riot. Vielleicht kannst du uns so einen kleinen, so 3, 4 Takeaways mitgeben. Was habt ihr dabei gelernt? Was haben wir gelernt? Also, wir haben heute, ich glaube, zu 8 machen wir heute eine Präsentation, 606 Slides, ja, also das wird wieder richtig groß. Genau, aber nicht nur ich, sondern das gesamte Team, also wir sind zu 8, präsentieren das. Also wir zeigen nicht nur quasi, wie wir quasi in diesem, wie dieser ganze Prozess bei uns gelaufen ist vom Rebranding, also auch im Marketing, die Site Migration, im Backend, ne, da wurden natürlich viele Sachen, die da entsprechend angepasst werden mussten. Also das zeigen wir auch und das versuchen wir auch möglichst hands-on zu transferieren, also richtig auch mit Checklisten, dass wenn das jemand machen will, was man da halt beachten muss. Aber wir zeigen auch unsere neuen Produkte. Weil man muss ja ehrlich sagen, ich meine, unsere aktuelle Software, wie sie aktuell, also mehr oder weniger so dasteht, wurde ja eigentlich von 3 Leuten gecodet und jetzt für die letzten 14 Monate haben 34 Leute dran gearbeitet, 34 Developer, ja, und das ist jetzt natürlich, also wir können es auch kaum erwarten, das endlich quasi zu revealen, was jetzt da kommt, und in der Masterclass wollen wir da auch einen kleinen Sneak Peek geben, wir wollen schon ein paar Screens und einfach ein bisschen mehr auch unser Reasoning dahinter erklären, warum wir bestimmte Schritte gemacht haben und warum wir uns für bestimmte Sachen entschieden haben. Also es wird auf jeden Fall spannend. Man kann auch per Livestream zuschauen, beziehungsweise wenn du das jetzt nachgelagert ausspielst, kann man sich diesen Livestream vielleicht dann sogar nachgelagert auch noch angucken. Ja? Also wenn es euch interessiert, schaut es euch einfach an. Also es wird bestimmt spannend. Also ich hoffe, wir hatten gerade eine Generalprobe, es lief alles schief. Also von dem her muss es jetzt gut laufen. Ja, ich meine, du bist ja Profi und du kannst ja bestimmt dein Team da gut mitnehmen und mitreißen. Ja, aber es kommen 800 Leute. Also ich meine, es sind 800 Leute da im Raum. Ja? Und wie gesagt, da geht auch mir die Pumpe. Ne? Also das ist natürlich klar. Aber gutes Training, da kann man das dann überspielen, wie aufgeregt man ist. Ja? Und genau, ich hoffe, das klappt nachher auch ganz gut. Und ja, ich kann mir vorstellen, wenn 3 Leute so ein cooles Produkt gebaut haben, was passiert erst, wenn es 30 machen? Was sind denn so die Ausblicke? Wie siehst du denn den Markt? Also ich meine, ihr habt ja euch ja von dem SEO-Tool jetzt wirklich zum Quality-Tool, Website-Quality-Tool weiterentwickelt. Und wie siehst du da den Markt? Wie geht's weiter mit Riot? Also lustig, dass du das auch so siehst, weil es ist ja eigentlich genau andersrum. Also eigentlich haben wir eigentlich schon immer dieses, wir wollten eigentlich immer ein Webseiten-Qualitätsmanagement-Tool, weil das war, glaube ich, also wir haben da halt sehr früh schon, wollen schon immer darüber hinausdenken, über das SEO-Thema, weil es geht halt nicht um SEO, es geht nicht um Google, es geht nicht darum, dass eine Webseite toll für Google ist, sondern um den User. Und da geht es halt um Webseiten-Qualitäts-Issues und das ist halt erstmal, dass deine Seite schnell ist. Ich glaube, Geschwindigkeit ist heutzutage das Allerwichtigste, ja, und das kennen wir ja alle, weil mit jeder schnellen Webseitenerfahrung, die wir halt haben, merken auch die Leute, oh, es geht auch schneller, und sie werden immer weniger dazu bereit sein, auf länger ladende Seiten zu laden, und deswegen muss ich einfach schnell sein. Und natürlich muss das auch mobil alles gut aussehen, das muss mobil alles auch funktionieren, ja, also auf jedem Laptop, Tablet oder was weiß ich auch immer, weil Desktop ist jetzt einfach nicht mehr die popular choice.
und natürlich auch Broken Assets und das Gleiche. Also eigentlich hatten wir schon immer diesen Qualitätsmanagement-Aspekt im Vordergrund, aber natürlich sind es die SEOs, die es halt sofort verstanden haben und ja auch sozusagen diese Use Cases, die man auch mit unserer Software generieren konnte, einfach auch direkt auf SEO übertragen konnte, weil ich meine ganz ehrlich, es gibt ja auch in großen Unternehmen keinen Website-Qualitätsmanager, ja, und genau das ist das Ding, also von dem her haben wir natürlich, sind wir durch die SEO gewachsen, aber wenn man jetzt mal schaut, also auf unsere über 500.000 Nutzer, die unsere Software aktiv nutzen und auch auf unsere Tausenden von Kunden, ist wirklich dieser Anteil von Leuten, die uns als SEO-Tool nutzen, wird immer weniger. Ja? Und auch große Unternehmen, also wirklich sehr große Unternehmen, auch die auch wirklich gar nicht so diesen Fokus auf SEO haben, aber eben auf Website-Qualitätsmanagement. Und das ist dann, wo wir halt punkten können. Aber trotzdem, ich bin immer noch ein SEO-Geek. Ja? Also auch ich benutze das sozusagen für SEO. Auch da zeigen wir in der Masterclass ein bisschen, also wie wir selber unsere Tools auch benutzt haben. Dafür, das sind einfach auch die Anwendungsfälle und von dem her werden wir natürlich auch SEO immer treu bleiben, aber ich glaube für unsere ganzen Nutzer und Kunden ist es halt auch sehr wichtig, dass wir halt auch über diesen Tellerrand kontinuierlich hinausschauen und versuchen, das quasi als Gesamtheit zu sehen. Ja, ja, cool, danke. Ja. Viel Erfolg heute und morgen und überhaupt und jetzt machen wir noch abschließend unser Selfie. Cool. Also immer ihm zuhören, ist immer interessant. Aber halt gerne. Ja, ich benutze ja auch eure Software jeden Tag dafür. Ne? Ciao, Jungs.